Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Alice im Wunderland. Ach ja, der Alice. Ich hatte mir was überlegt, und zwar bei den Karten, weil man kann die ja so hin und her schieben. Das Problem ist, ich kann die Karten ja nur dann hin und her schieben, wenn da niemand drin ist. Wenn da Alice drin ist, kann ich die leider nicht hin und her schieben. Das heißt, wir müssen wirklich den ganzen Weg noch zurück. Oh, mein Gott. Na gut, ab zur Herztür. Erstmal müssen wir durch die Piktür und dann durch die Herz und dann irgendwie Kreuz, irgendwie so. So oder so ähnlich. Aber Hauptsache durch die Tür. Weil wir sollten zur Roten Königin. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Da habe ich auch ein bisschen Angst. Ach, das war so klar. Verdammt, ich hab's nicht gesehen, weil er auf einmal zwei kann. Kann ich denn nicht irgendwie so? Komm schon. Jetzt hat's funktioniert. Gott, sind wir gut. Er halt erstmal deinen Hut fest, Hutmacher. Kannst du nicht so von hier oben? Ejo. Oh, es hat funktioniert. Eigentlich wollte ich diese Attacke machen, wo die, ach, wenn wir ja schon mal dabei sind, können wir auch hier unten lang. Ich weiß gar nicht, warum wir die nicht genommen haben. Wieso habe ich das Gefühl, dass denn hier irgendwas ist, wozu ich die Katze baue? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Weil ich habe ja gesagt, ich habe ja den oberen Bildschirm und den sieht er ja jetzt ja gerade nicht. Mir fehlen noch drei Kisten. Und die können ja echt überall sein. Also hier geht es nicht weiter? Okay. Da wäre jetzt im Prinzip. Moment, ich guck mal ganz kurz. Also ich glaube, uns fehlt nur eine Fähigkeit. Genau. Die Katze hat noch eine Fähigkeit offen und der Hutmacher hat noch eine Fähigkeit offen. Ich denke mal. Vielleicht ist jetzt hier auf den Rückweg halt so. Die ein oder andere Katze. Ach, was mache ich denn? Bin ich bescheuert? Lass uns mal hier runtergehen. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht hier mal Pause drücken muss. Um vielleicht hier unten an eine Kiste zu kommen. Und ich kriege ein Bild. Ich krieg zu viel. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Habe ich die aus Versehen jetzt angetatscht? Danke. Oh, ich kriege zu viel, ey. Ich kriege ein Kind. Wer hätte das ahnen können? Kann ich hier weiter? Also ich weiß, hier vielleicht erstmal halt. Was war das noch? Die Miezekatze, ne? Und alles so durchsichtig, damit wir dann überhaupt durchkommen. Genau, so war das doch. So oder so ähnlich. Aber Hauptsache richtig. Ah, langsam kriege ich Übung. Nein, ich habe sie schon wieder angetatscht. Immer diese Antatscherei. Ja, komm, was ist denn auf der Rückseite? Erzähl mir mal, was auf der Rückseite ist. Nicht viel. Unten nochmal. Alice. Wieso springen wir jetzt darüber? Keine Ahnung. Ich denke mal, da unten ist nichts. Wir werden das jetzt auch nicht ausprobieren.
kommen doch jetzt bestimmt hier so zur Herztür. Immer diese Hin- und Herwascherei. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es hier langsam echt lang geht zur Herztür. Uhu! Schön. Weil ich bin der Meinung, wir mussten zur Herztür. Kann ja nochmal gucken. Doch, zur Herztür. Wir müssen nämlich runter so. Und dann ist hier nämlich dieses komische Schlag-mich-tot-Brücke. Hier fehlen uns... Boah, hier fehlt uns so viel. Ja, vielleicht sind wir da nicht reingekommen. Einfach, weil wir die Fähigkeiten oder die Personen noch nicht hatten. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so angetan, jetzt sämtliche Kisten zu suchen. Weil ich meine, das ist zwar nice to have, die ganzen Bilder, aber... Naja. Man kann es auch übertreiben. Ich meine, wir werden uns die angucken, das ist kein Ding. Kannst du nicht die, die gehen doch sonst immer so. Jetzt hau den doch um! Langsam funktioniert das aber hier mit dem Dings. Ich weiß nicht mehr, wie man so gegen den ankommt. Der blockt. Ich blocke. Jetzt bin ich gerade ein bisschen so durcheinander. Erstmal den hier, der ist anstrengender. Smash ihn! Und schnapp dir die Alte. Mensch, Alice, ist doch alles gut. Entspann dich. Entspann dich, lehn dich zurück und entspann dich und vertraue auf mich. Ich helfe dir. Sagte sie und lässt Alice eiskalt in dem Dings. Vergiss es! Hey, das ist eine seltsame Truhe, die machen wir jetzt nicht auf. Ach komm schon. Nee, vergiss es. Ich hab davon jetzt... Ich muss... Ach, Alice. Jo. Lasst mich kurz auf die Karte gucken. Ich bin jetzt in einem seltsamen Garten. Ich muss zu Kreuz. Da ich hier irgendwo im Nirgendwo gerade hier so ein bisschen gestrandet bin, gehen wir mal durch die Tür. Bäm. Ah, wieder zurück in den seltsamen Garten. Ich habe diesen Ort vermisst. Kann ich mit dir reden? Ich wollte eigentlich wissen, ob ich mit der Maus hier reden kann. Mit dem kann ich auch nicht reden. Und dann halt nicht, dann redet halt keiner mit mir. Zu unfreundlich. Ach, als ob. Nee, warte. So, Alice, lass mich überlegen. Hätte ich jetzt Pause gedrückt? Nee. Alice, du mach mal... Alice, könntest du bitte... mir nicht so auf den Sack gehen und hier mal kurz Pause machen? Sei ein braves Mützekätzchen. Ich meine, sei eine brave Schnecke. Dankeschön. Ach, die hatte ich ja noch auf Pause. Sehr schön. Hier kommen natürlich wieder alle Leute, die wir natürlich brauchen. Zum Vorschein.
Vor allem die Miezekatze, habe ich das Gefühl. Eyo! Also manche Sachen kann die echt nicht alleine, ne? Dann kommt die Superraupe. Macht sich einmal lang für die Alice. Dann holen wir das Häschen. Das ist eine Miezekatze. Ach, wie krass. Das ist eine Miezekatze. Nein, jetzt hast du aus Versehen angestupst. Ja, speichern. Spiel gespeichert. Bitte lass vor der Kreuztür auch nochmal ein Speicherpunkt sein. Das wäre so toll. Alice, ich weiß immer genau, was du tust. Und natürlich musste Alice natürlich... War das hier nicht so... Hau ihn, schlag ihn tot! Ich stehe mal viel lieber so vor Alice am Rand. Also bei Alice so ein bisschen bei. Einfach, weil es dann für mich einfacher wird, die so ein bisschen zu beschützen. Den holen sie die nämlich nicht gleich sofort wieder so ins Ohr gepinsten, ey. Was immer noch? Von hinten. Also das mit der Rolle ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dann kann man die nämlich auch ein bisschen von hinten so abfacken. Oh, nimm das! Wir haben gerade eine neue Bewegungsfähigkeit bekommen. Den Sprint des Hutmachers. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir den gleich brauchen werden? Okay. Jetzt hat er mich da doch tatsächlich einen Prüf gekriegt. Oh ja, zumindest eine verrückte Sache, Alice. Musst du das wirklich schnell rennen kann, wenn ich will. Du meinst so schnell, wie wenn die roten Wachen auftauchen? Seltsam, aber ich kann es wirklich. Siehst du, ich bin schnell wie der Blitz. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf euch. Juhu. Entschuldigung. Hier wahrscheinlich umdrehen. Einmal hoch. Einmal runter. Ups! Da war der Alice nicht mehr ganz bei. Ich war mir halt nicht so sicher, wie weit man nach vorne laufen kann. Ich kann speichern. Lass mich unten. Unten war wahrscheinlich Dings. Oh. Noch Kampf. Aha! Alice, warum bleibst du nicht einfach bei mir stehen, Mensch? Oh, noch so einer. Ah, beide von hinten hier schwacken. So, mit denen kann ich nicht leben. Komm her hier. Kommt denn noch einer? Gott, hier kommen aber viele. Hier waren aber
Ach, jetzt zeigt er mir das an, dass wir noch die Sprintattacke haben. Aber die Katze hat noch, fehlt noch einen. Die Katze fehlt noch einen. Und uns fehlen noch zwei Puzzleteile. Das ist nicht das Problem. Kommt bestimmt noch. Wir müssen doch garantiert noch zur Weißen Königin. Aber ich kann hier nicht hochspringen, ne? Okay. Ach, ich überlege gerade, wie spät. Okay. Und drin durch die Dings. Müssten wir jetzt nicht eigentlich richtig sein? Ich hab Angst! Wir sind da, willkommen in Salazins Grum. Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren. Hier ist es gefährlich. Was für ein schrecklicher Ort. Kann ich wieder gehen? Bitte lass hier nur. Es gibt hier auch keine Kiste oder so. Ich bin doch schon bei dir, Kind. Verdammt, was habe ich getan? Jetzt holen sie doch raus. Wer hätte das jetzt ahnen können? Also hier gibt es keine Kisten. Hier gibt es ein Puzzleteil. Wenn das Puzzleteil da hinten ist, ne? Ey, ich schrei los. Oh Gott sei Dank, ein Speicherstand. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, das war so klar. Das war so klar. Ah. Wenigstens ist Alice jetzt mal nicht 10 Meter weit gelaufen, sondern ist einfach mal bei mir hängen geblieben. Was sehr schön ist. Kannst du nicht mal? Ach komm, der ist aber blöd gespawnt hier. Ah, ich wusste, dass du kommst. Ach komm, so kurz davor. Dann hätte ich noch vorher platt machen können. Was kommen denn hier so viele Leute? Hoppala, Entschuldigung. Endlich hat mal funktioniert für mich, den Scheißschild. So genau so, wie es wollte. Das mit dem zweimal Antippen funktioniert manchmal nicht so, wie ich das jetzt ganz gerne hätte. Alter, wie viele hier aber jetzt gerade auch auftauchen auf der verdammten Brücke. Oh, das war ein Kampf. Komm, abspeichern. Wir gehen hier im nächsten Part weiter. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Das Problem ist, jetzt muss ich kurz mal auf der Karte gucken. Wir brauchen ein Kartenteil. Das heißt, im nächsten Part werden wir hier das Kartenteil einfach mal suchen. Also da hinten könnte ich mir vorstellen, dass es ist. Aber das Problem ist, wie kriegen wir die Alice mit? Einfach draufdrücken vielleicht. Naja, okay, wir werden es... Ich speichere nochmal ab. Wir werden es im nächsten Part sehen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.